Servus Leute und herzlich willkommen zur sechsten Episode vom Battlefield-3.org Community Loadout. Unser heutiger Hauptgast ist die MTAR-21 mit Frontgriff und Schalldämpfer und dazu gibt's die M1911 ebenfalls schallgedämpft. Wir spielen also mit der Engineer-Waffe, die seit kurzem von vielen als overpowered bezeichnet wird und das schauen wir uns heute mal genauer an. Jetzt müssen wir natürlich erstmal darüber sprechen, wie sich eine Imbar-Waffe oder eine Overpowered-Waffe wirklich auszeichnen würde. Und ich denke, das ist halt, wäre halt einfach eine Waffe, die man zum Beispiel im Fernkampf genauso gut einsetzen kann wie im Nahkampf, nämlich besser als jede Waffe, die speziell für Fernkampf oder Nahkampf gemacht ist. Das heißt, ich könnte mit der Waffe im Nahkampf eine M5K schlagen und im Fernkampf aber auch eine AK-74M oder whatever. Ich hätte also unabhängig von der jeweiligen Situation automatisch die beste Waffe dabei oder fast die beste. Und wenn ich mich jetzt frage, ob das auf die MTAR zutrifft, die ich jetzt lang genug gespielt habe, dann ist das ein ganz klares Nein. Ich möchte es gleich vorwegnehmen, die Waffe ist nicht imbar. Die ist definitiv situativ zu spielen und da ist sie dann stark, wenn man sie richtig einsetzt, aber sie ist nicht imbar und nicht auf allen Situationen die erste Wahl, auf keinen Fall. Bei der MTAR steht ganz klar der Nahkampf im Vordergrund. Und warum die Waffe da drin so gut ist, lässt sich eigentlich recht einfach an den Waffenwerten veranschaulichen. Da können wir eigentlich direkt gleich einsteigen mit der Kadenz der Waffe. Die legt nämlich bei stolzen 900 Schuss pro Minute, was das Teil zum am schnellsten feuerten Karabiner macht. Und das ist natürlich immer noch das Hauptkriterium bei Nahdistanzwaffen, wie schnell man diesen maximalen Schaden, den man in den Close-Quarter-Situationen hat, austeilen kann. Und da liegt man bei der Waffe auf gleichem Niveau wie mit der M5K, wie mit der AEK, also wie mit anderen Nahkampfwaffen. Das zweite wichtige Kriterium ist natürlich die Genauigkeit aus der Hüfte beim Feuern, weil ich natürlich in Nahdistanz schnell reagieren muss und auch teilweise große Winkel überwinden muss. Da ist ja ruckzuck mal einer an mir vorbeigerannt und ich musste schnell korrigieren und schnell plötzlich in die ganz andere Richtung schießen. Und es geht natürlich nicht, wenn ich ziele, sondern nur, wenn ich dieses freie Hüftfeuer habe. Und das ist bei der Waffe auch sehr, sehr gut und sehr genau, weil es natürlich ein leichter Karabiner ist, weil das gar nicht so umherschlagen kann, weil es einfach zu leicht dafür ist. Und selbst mit Schalldämpfer bleibt man wahnsinnig genau. Jetzt schaut euch das mal an, schaut mal das Fadenkreuz an. Selbst beim Feuern bleibt es noch wahnsinnig eng beieinander und dann noch die hohe Rate of Fire. Kein Wunder, dass ich die da abknall, weil das ist halt einfach. Es ist einfach. Man feuert so schnell und bleibt dabei genauso genau wie hier mit einer Pistole zum Beispiel. Seht ihr ja, das ist ja fast genauso. Und eine Pistole ist ja schon überdurchschnittlich genau aus der Hüfte. Das dritte wichtige Kriterium für eine gute Nahdistanzwaffe erfüllt dieses Kit oder diese Waffe leider nicht, weil sie einfach zu lang nachlädt. Eine gute Close Quarters Waffe muss schnell nachladen können, weil man in Close Quarters ständig auf Gegnern antreffen kann, weil hinter jeder Ecke sofort einer lauern kann, weil man eigentlich so oft wie möglich oder so lang wie möglich schussbereit bleiben muss. Und das kann man mit der Waffe leider nicht bewerkstelligen, weil sie einfach zu lang nachlädt. Man hat eine Nachladezeit von 3 Sekunden bzw. 3,3, wenn die Waffe ganz leer geschossen ist und das ist zu lang eigentlich für eine Close Quarters Waffe. Aber weil man damit so wahnsinnig schnell töten kann und teilweise auch viel töten kann, ist es noch verkraftbar. Es ist trotzdem eine geile Close Quarters Waffe und definitiv dafür gemacht worden. Für einen Karabiner und vor allem für eine Waffe mit so einer hohen Kadenz kann man sie auch auf Mitteldistanz noch recht gut kontrollieren, weil sie ein akzeptables Rückstoßverhalten hat dafür, dass es so schnell feuert. Trotzdem braucht es erstmal ein bisschen Übung, bis man raus hat, wie man die Waffe unter Kontrolle behält, weil sie extrem nach rechts verzieht. Das liegt daran, dass der horizontale Rückstoß der Waffe bei 0,2 nach links liegt und nach rechts bei 0,4, also genau das Doppelte. Deswegen verzieht die Waffe so schnell nach rechts. Und natürlich, weil sie so schnell feuert. Dieser Rückstoß an sich ist ja ganz gut. 0,2, 0,4, das ist okay, das ist eigentlich... ja, wie ein Sturmgewehr, sag ich mal, wie ein mittleres Sturmgewehr. Aber weil die Waffe natürlich so schnell feuert, baut sich das wahnsinnig schnell auf. Und deswegen ist es, wenn man feuert, kommt es einem so vor, als würde die Waffe rapide schnell nach rechts ziehen. Und das muss man erstmal ein Gefühl für kriegen, um das wieder auszugleichen. Wenn man das aber erstmal raus hat, kann man die Waffe relativ genau halten. Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich die AEK spiele, die addiert den gleichen horizontalen Rückstoß hat. Mit Frontgriff 0,3 plus 0,3, also zu den Seiten gleich, ist 0,6. Jetzt habe ich bei der MTAR mit Frontgriff 0,2 und 0,4 ebenfalls 0,6 addiert. Aber bei der AEK kann ich im Endeffekt nichts ausgleichen, weil die Waffe zu beiden Seiten hin und her springt im Endeffekt, wenn ich lang feuere. Bei der MTAR weiß ich genau, die Waffe wird nach rechts ziehen und das kann ich genau ausgleichen. Und wenn ich das mache und somit trotzdem genau auf dem Gegner bleiben kann, dann ist die Waffe genauer, oder mir kommt es zumindest so vor, als wäre die Waffe dann genauer als die AEK zum Beispiel. Weil ich da was ausgleichen kann im Endeffekt. Es ist addiert, derselbe horizontale Rückstoß, aber da ich weiß, die Waffe wird immer nach rechts drehen, kann ich das ausgleichen, was ich bei der AEK nicht habe. Da muss ich halt einfach schießen und halt die Salven entsprechend kürzen.
Wie gesagt, das ist nur so ein Eindruck von mir. Ich will mich da nicht festlegen. Findet es vielleicht selber einfach heraus. Probiert es einfach mal aus. Und sicherlich ist die MTA ein bisschen schwieriger zu handhaben, aber sie kommt mir genauer vor als die AEK, wenn man das raus hat, das auszugleichen. Der horizontale Rückstoß, also der Hochschlag der Waffe, liegt bei 0,27 mit Schalldämpfer. Also der Schalldämpfer drückt es ja immer ein bisschen nach unten. Und das ist eigentlich akzeptabel. Es ist Sturmgewehrniveau. Ich glaube, die M416 hat einen ähnlichen Hochschlag. Und es baut sich natürlich auch hier schneller auf, weil die Waffe natürlich schneller schießt. Aber der Hochschlag ist immer so eine Sache. Ich finde, das ist nicht so tragisch, weil den kann ich immer ausgleichen. Ich weiß, wie schnell, weil wenn ich oft mit der Waffe spiele, weiß ich genau, wie hoch die schlägt. Und dann kann ich das immer ausgleichen. Und es ist ja immer nur nach oben. Es ist ja nie irgendwie hin und her, sondern es geht immer nur in eine Richtung. Und ich weiß auch, wie stark, je nachdem, wie lange ich schieße. Das kann ich ausgleichen. Und das ist bei der Waffe ist es okay. Weil, wenn ich das ausgleiche, muss ich trotzdem nicht ewig nach unten wischen, wie ich es zum Beispiel bei einem LMG machen muss. Zum Beispiel bei der M60, die hat natürlich wahnsinnig viel Ammo und einen wahnsinnigen Hochschlag. Und wenn ich mit der schieße, dann muss ich ewig nach unten wischen, bis mein Schreibtisch aufhört. Das habe ich jetzt bei der Waffe nicht. Ich meine, die schlägt zwar schnell nach oben, aber das kann ich noch ohne große Mühe und Kämpfe im Handgelenk ausgleichen. Da man natürlich immer noch 900 Schuss die Minute hat, ist die Waffe ziemlich effektiv, auch auf Mitteldistanz. Weil, wenn man das Ding erstmal gerade hält, kann man damit sehr schnell sehr viel Schaden machen, auch auf Mitteldistanz. Da reicht auch der Schaden der Karabiner noch aus. Aber sie ist dafür, wie gesagt, halt schwierig zu lernen. Man muss damit sehr viel spielen, bis man das erstmal raus hat mit dem sich schnell aufbauenden Hochschlag, mit dem Abdriften nach rechts. Aber wenn man es erstmal raus hat, ist die Waffe wahnsinnig gut, auch in Mitteldistanz. Also die Mühe, die man sich da macht, um sich das anzutrainieren, die wird sich auf jeden Fall auszahlen. Wenn man aber erstmal diese Mitteldistanz verlässt, hat man mit der Waffe ein echtes Problem. Und übrigens zur Mitteldistanz mal zur Begriffsklärung. Da, wo ich jetzt gerade hingefeuert habe, da jetzt den Berg runter auf die andere Seite Richtung Bravo, das ist für mich schon hart an der Grenze. Das ist für mich schon fast zu weit für die Waffe und auch nicht mehr so richtig als Mitteldistanz. Also jetzt nur als Begriffsklärung mal. Und das ist eben auch das Situative an der Waffe, dass man einfach die Reichweite ein bisschen beschränken muss, indem man sie einsetzt und dann eben auf andere Hilfsmittel zurückgreift, wie ich renne jetzt irgendwie näher zum Gegner ran, indem ich flankiere oder sonst was mache. Und deswegen ist, nochmal um darauf zurückzukommen, deswegen ist die Waffe nicht imbar, weil ich sie nicht blind spielen kann, in jeder Situation damit super gut angreifen kann, sondern weil sie situativ ist. Und das hat man bei der Waffe auch. Und bei der Waffe ist sie eben in Fernkampf unbrauchbar oder halt nicht gut brauchbar, weil sie einfach grundsätzlich zu ungenau ist und also auf hohe Distanzen zumindest zu ungenau ist und weil sie zu schnell feuert, um dass man sie da großartig gerade halten kann. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Waffe ist wahnsinnig gut in Close Quarters, auch in Mitteldistanz sehr gut, aber wahnsinnig schwierig zu kontrollieren, ähnlich wie die AN94. Nur da liegt es an den Feuerstößen und so weiter. Die ganze Mechanik, die dahinter steckt, habe ich in meinem ersten Loadout erklärt. Aber bei der Waffe ist es, wie gesagt, eher dieses Verziehen nach rechts und einfach diese schnelle Feuerrate. Aber wenn man das erstmal raus hat, kann man damit sehr viel anstellen, auch auf Mitteldistanz. Auf Fernkampf ist sie nicht geeignet, weil sie ein bisschen zu ungenau und zu schnell feuernd ist. Für die neuen Aftermath-Maps ist das Kit eigentlich ideal, weil man hier auch viel Short- und Midrange hat und wenig Longrange. Und ihr werdet es schon gemerkt haben, ich komme wenig in Situationen das ganze Video lang, wo ich irgendwie wahnsinnig weit feuern muss. Und ich hatte ja von vornherein gesagt, ich halte das Kit für ein sehr gutes für Aftermath und das hat sich absolut bestätigt. Ihr müsst das unbedingt mal ausprobieren. Das ist wirklich ein gutes Kit, weil es einfach genau auf die Distanzen, die man hier die ganze Zeit hat, abgestimmt ist. Da dieses Loadout ja komplett schallgedämpft ist, hat man den Vorteil, dass man beim Feuern nie auf der Minimap erscheint, es sei denn, man wird gespottet natürlich. Was der akustische Vorteil allerdings ausmachen kann, das werdet ihr in den nächsten Sekunden sehen und da halte ich auch mal kurz die Klappe für. Gerade freue ich mich, dass ich einen Schalldämpfer habe. Spawn bei mir bitte. Ja, ich hab ihn. Die wissen es ja, gleich. Ja, genau! Sind das die? Hey, hilf mir mal, Rising, bitte. Ja, wie denn? Ich kill hier schon jeden. Okay. Das sind diese Typen, das ist ein Witz. Ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Da ist hier, ja. Oh Gott. Oh Mann. Danke. Oh Mann, Alter, wie viel ich da jetzt umgebracht hab, ne? Die haben das nicht gecheckt, weil ich einen Schalldämpfer hatte. Die haben das nicht gecheckt. Die Szene war Wahnsinn, also hat mich echt überrascht, dass die das nicht gecheckt haben, aber ich denke halt, die haben es einfach nicht gehört
und waren zu blöd auf dem Bildschirm zu schauen, wo die Schüsse herkommen, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, dieser akustische Vorteil, der hat da schon auch mit reingespielt. Ansonsten habe ich ja mit der M1911 noch gespielt, zu der habe ich auch relativ oft greifen müssen, weil die Waffe halt so oft nachlädt und da war ich mir oft nicht sicher, musst du jetzt schussbereit bleiben oder hast du die Zeit zum Nachladen? Also habe ich sie relativ oft gezogen und benutzt. Und ja, ich finde sie gut, habe ich im letzten Loadout habe ich sie schon gespielt mit Taglight und sie schießt relativ schnell und sie hat 9 Schuss und macht 34 Schaden, das heißt man braucht nur 3 Kugeln, also reichen die 9 Schuss auch aus. Sie verliert halt wahnsinnig viel Schaden, also auf Distanz wird sie halt schnell schwächer, aber zum Finishen reicht es trotzdem. Und ja, sie lädt auch schnell nach, also ich finde, das ist eine gute Pistole für alle Distanzen eigentlich. Sie ist in keiner Distanz das Beste, aber sie kann alles ganz gut. Da sie eben so viel Schaden macht und dabei auch noch relativ präzise aus der Hüfte schießt, unterstützt sie die M-TAR gut und vertritt sie auch gut, wenn man die Waffe mal kurz nicht nachladen kann oder so. Dann hat man auch da eine gute Close Quarters Pistole dabei, auch wenn es vielleicht nicht so gut ist wie die G18 jetzt zum Beispiel. Warum ich das Kit übrigens ohne ACOG spiele, so wie ursprünglich vorgeschlagen, das habe ich jetzt auch schon im letzten Loadout erklärt und davor auch schon mal und da möchte ich mich einfach nicht wiederholen. Ansonsten war es das eigentlich auch schon wieder von mir. Wie gesagt, M-TAR plus M1911 ziemlich effektiv auf Nahdistanz und was Mitteldistanz angeht mit der M-TAR, üben. Wenn ihr das erstmal raus habt, werdet ihr dafür belohnt, so wie es bei der AN94 auch ist. Die lässt sich auch schwierig kontrollieren, aber wenn man es raus hat, kann man damit richtig gut spielen und so ist es mit der M-TAR auch. Ansonsten danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und macht wieder fleißig mit beim Abstimmen. Und was ihr dabei übrigens beachten müsst, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten freut euch aufs nächste Loadout. Da wird drankommen die PP2000 mit Cobra, Extended Mag und Laser Sight. Dazu die G18 Suppressed und C4 und Ammo. Also wir spielen Support. Ansonsten fürs nächste Loadout darauf folgend quasi voten und... Ja, jetzt bin ich eigentlich auch schon fertig und will euch nicht weiter auf den Geist gehen. Also, bis zum nächsten Mal. Stay tuned und ciao. Das geht schon ab, hey.